Moin Moin da draußen, hier ist der Klabautermann. Wir spielen die Wüstenmap oder Desert Map auch genannt. So sieht sie von oben aus. Wir fliegen von hier unten über die verschiedenen Städte drüber. Also ich könnte mir La Bendita mal anschauen. Aber ich glaube, ich mag lieber nach Impala. Das ist die da unten. Und ich versuche mal ein bisschen drüber hinweg zu fliegen. Dass ich quasi, wenn ich kämpfen muss, von erhöhter Position aus kämpfen kann. Und in diesem eher langgestreckten Herrenhaus lande. Was sagen denn meine Flugbegleiter? Erstmal sehe ich nichts. Aber da über mir sehe ich was. Ach, dieses Herrenhaus ist eine Kirche. Da hatten noch mehr die Idee. Mal sehen, ob ich hier noch rüberkomme. Dann mache ich mich nämlich auf zu dem Haus da hinten. Oder ich schwimme zu einer der Inseln rüber, wobei ich glaube, das ist unsere Startinsel, oder? Naja, vielleicht doch nicht. So, die leben hier auf dem Land, die haben bestimmt irgendwelche Waffen da. Also Machete ist mal besser als nichts. Da liegt eine Schrotflinte. Doppelläufige. Ich weiß, manche mögen die viel lieber. Ich habe immer Sorge, dass dass das nicht ausreicht, was ich da rausjagen kann. Also, dass ich mehr als zwei Schuss bräuchte. Ach, hier ist er schon wieder nah. Sehr schön, ein Rucksack. Und eine Polizeiweste. Na, also langsam kommen wir doch an einen Punkt, wo wir halbwegs wehrhaft sind. Was ist das da unten? Ach, da geht das auch noch weiter. Also das da drüben kann ich nicht so richtig einordnen, diese komischen Dinger, die da stehen. Links hinter mir waren Schüsse. Und da drüben steht ein VW-Bus. Der kommt dann aber wieder nicht den Berg hoch. Aber ich hoffe ja mal, dass mir keiner hier diese Häuschen streitig macht.
Ein MP-Schalldämpfer, der bringt mir jetzt nicht so viel, weil ich kein MP habe. Nein, nein, nein. Tür aufmachen war gemeint. So, wo bin ich denn? Ich bin in der ersten Zone noch drin. Das heißt, ich kann mich tatsächlich hier... Wobei, da ist nicht mehr viel. Mich dann der Küste entlang ein bisschen nach Norden, wobei das ist genau da, wo es geknallt hat. Ich brauche eigentlich noch eine etwas, irgendwas, was als Fernkampfwaffe taugt, aber das war Fehlanzeige. Gartengebäude und eine Polizeiweste. Das ist echt die Loot spawnt teilweise sehr spät hier. Okay, jetzt ist das Ding voll. Dann würde ich mich davon trennen. Dafür die mitnehmen. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Ist das ein Kinderspielplatz? Nee. Ach, das ist ein... Ein... Na? Um die Felder zu besprühen mit irgendwas. Da ist einer, der ist umgefallen. Jetzt bin ich schon wieder in irgendeiner Stadt drin. Ich glaube, von der habe ich gelesen. Ich glaube, da gab es irgendeinen Bürgerkrieg und die Leute haben alles verbarrikadiert. Das einzig Positive daran wäre ja, dass hier dann irgendwie ein bisschen Loot rumliegen müsste. Größerer Rucksack oder so. So, da ist doch mal ein Ump und da passt
das dran und da passt das dran und da passt... Griff habe ich nicht. Aber ich mache lieber einen Schalldämpfer dran. Passt ein Rotpunktvisier drauf. Wo bin ich denn jetzt? Da in dem Bereich bin ich okay. Ich glaube, ich versuche, um diesen Berg drum umzukommen und da eher die Straße weiter zu. Oder auf der Seite am Berg entlang. Oh, nee. Okay, ich muss jetzt hier irgendwo mal kurz zur Ruhe kommen und auf die Map schauen, weil die sagt mir, ich muss ganz woanders hin. Ich muss nach El Azhar und muss dafür, wenn ich da bin, zur Straße runter, die Straße entlang und nach Möglichkeit auf der Straße ein Auto finden. Nee, nicht nur nach Möglichkeit. Ich muss auf der Straße ein Auto finden. Hab zwar nach 2,5 Minuten Zeit, aber ohne Auto ist nicht. Da ist doch eins. Meine, da oben geht es dann irgendwann links und dann müsste ich da hinkommen, wo ich hin will. So, mal gucken, ob man da durch den Zaun durchbrechen kann. Ja, kann man. Und vielleicht noch bis hier hochfahren. Okay, oder so. So, wo bin ich denn jetzt? Ja, irgendwo anders. Nicht da, wo ich hin wollte. Ich muss hier wieder raus und über die Grenze.
Da hinten fährt ein Motorrad. Dann versuche ich mal da drüben in das Gebäude reinzukommen. Das reicht aber auch noch nicht. Dann gehe ich da auch gar nicht erst hin. Hier kommt noch mal ein tiefer Graben. Und da rechts ist eine Stadt. Da könnten Leute sein. Die könnten Waffen haben. Das hilft alles nichts. Am Ende der Welt stehen zwei Kisten. Ist nichts drin, aber sie stehen da halt mal. So, und ich kann jetzt hier ein bisschen durch die Wüste wandern. So, jetzt bin ich hier bei Al-Hazar. Da kann ich jetzt mal warten, bis wohin die Zone geht und dann dahin weiterrennen. Ganz toll. Ach, da ist ja gar nichts mehr übrig dann. Das heißt, ich probiere erstmal hier rüber zu kommen. Ja, es ist ganz anders hier zu laufen als auf der anderen Map. Es ist viel freies Feld, aber das ist halt sehr hügelig, sodass man in Senken verschwinden und dann aber auch wieder aus Senken auftauchen kann. Und in dem Moment vielleicht gar nicht damit rechnet, daraus aufzutauchen. Ich glaube, dieses Gebäude und ich, wir werden keine Freunde. Okay, jetzt werden wir gar keine Freunde mehr. So, jetzt wird die Map schon kleiner. Das ist doch schön. Nicht.
läuft einer. Vielleicht war das der, der gerade geschossen hat. Ja, ich kann nicht mehr warten. Ich konnte eigentlich nie warten. Ich muss nur hoffen, dass die anderen alle vor mir laufen. Ja, und sobald ich hier falsch bin, falschen Hügel drüber flieze, werden sie mich abräumen. Aber ich habe gar nicht groß die Wahl. Vorne flitzt auch einer. Ich hoffe, er hat mich nicht entdeckt. Ach Gott, vor allem muss ich... Oh, jetzt fängt die Zone richtig an weh zu tun. Wird er jetzt irgendwo sitzen und wird seine Wunden lecken. Aber wahrscheinlich ist er gerade damit fertig, wenn ich ankomme. Ja, da unten hockt er. Und jetzt ist er fertig mit Wunden lecken. Und jetzt war es meiner. Was hat er denn für Waffen? Der hat einen großen Rucksack. Aber auch nicht wirklich was Geiles. Hat er Medipacks? Auch nicht. Oh, jetzt geht das schon weiter hier. Ich kann mir nur den Bus schnappen und hoffen. Steuerung 1 und go. So. Ja, jetzt fahre ich hier einmal quer über die Wiese. Könnt ihr alle einmal auf mich schießen? Und ich gehe irgendwo in Deckung. Hinterm Bus. Ja, ja, schieß ruhig auf den Bus. So, dann gucken wir doch mal, was wir noch heilen können. So, ich stecke da und ich stecke gar nicht so schlecht.
aber doch. Vielleicht haben die mich ja schon wieder vergessen und ich kann jetzt einfach heimlich still und leise. Das reicht noch nicht, aber einer weiter könnte reichen. Reicht auch noch nicht. Jetzt bin ich drin. Ich kann einfach abwarten und mir einen Überblick verschaffen. Mal nachladen. Da läuft einer. Der ist erschossen worden. Ist einer, der hat mich zum Glück nicht gesehen. Ach du Scheiße. Vorne an diesem Stall irgendwo. Ah, fuck, wo hockt er denn? Oh, ich hock hier völlig offen. Da ist er doch. Oh, ich bin irgendwie in einem Stein hängen geblieben. Kacke. Oder bin ich mit meinen Tasten verhakt? Boah. 11 Trefferpunkte, 20 Killpunkte. Die Killcam würde ich gerne noch sehen, wie das aus dessen Perspektive aussah. Oh Mann. Obwohl mein Todespunkt weiterzusehen, wäre vielleicht auch interessant gewesen. Okay, dann schwebe ich da. Killcam Reaper. Okay, der kam von... Ach, da hatte er mich gesehen. Ah, ich hätte ihn so schön von hinten abknallen können. Und muss aber da irgendwie noch mein Erste-Hilfe-Päckchen auspacken. Und dann komme ich da nicht weg. Jo, gut gemacht. Was soll er sonst machen? Alihop, Top 10. Muss doch reichen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Der Andy Dex hat mich gegrillt. Ich danke. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Und Däumchen und Abo bitte nicht vergessen. Macht es gut.